Hallo und herzlich willkommen zu The House 2. Ich habe im ersten Teil schon angekündigt, dass wir den zweiten Teil auch spielen werden. Hier ist er. Und wir gehen einfach mal rein. Okay, wir sind noch nicht ganz drin, oder? Nee, wir müssen uns anscheinend noch den Weg durch die Tür machen. Ich bin ein Handwerker. Oh, doch nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Entschuldigung. Räum mich gleich wieder weg. You're now inside the house. The house? The house. First, the living room. Okay. Das bringt nichts. Das ist ein wunderhübsches Bild. Mit wunderhübschen Personen, das gar nicht aussieht, als wären die irgendwo ausgeschnitten worden. Und die Haare sind so wunderschön. Komisch. 19. September 1964. Ich kann etwas Seltsames in diesem Haus spüren. Ich fühle es eigentlich schon seit dem ersten Tag, seitdem ich hier als Nursemaid arbeite. Ich glaube, Nursemaid heißt Hausfrau oder so, oder Putzfrau. I'm so afraid of that thing. Should I quit? Also, ich hab so Angst. Nein. Ich bin doch keine Ahnung. Irgendwas mit afraid. Soll ich es beenden? Soll ich aufgeben? Ja, das wäre echt voll toll. Okay, anscheinend haben wir hier nicht mehr. Als das hier und der Zettel. Es war mir voll klar, dass jetzt was passiert. Hi. Was denn los? Ich sehe gerade in der Vorschau diese blöde Sonne. Ach, jetzt ist sie wieder weg. Gerade war es etwas schlimmer. Ich dachte... Oh. Okay. Mann, die da draußen rumbrüllen. Cool. Sonst noch irgendwas? Blöde Hausfrau. Daughter's Year of Birth. Ich glaube, wir müssen das irgendwas mit dem Geburtstag der Tochter machen. Ich glaube, wir müssen es herausfinden. So nicht wie. Wird das gedacht? Die Notiz hat sich geändert. 4. Januar 1965. Manchmal sprach sie allein. Manchmal lachte sie in der Nacht. Und manchmal ruft sie jemanden an. Bild? Ihr seid so hässlich. So hässlich. Darf ich mir das nochmal angucken? Nein, natürlich nicht. She is not. Splatter! Ausrufezeichen! Du warst doch gerade schon da. Was machst du hier nochmal? Hast du einen Fleck vergessen oder was? Dumme Putzfrau. Soll das Gehalt gekürzt kriegen? Okay. Badezimmer. Aber man sieht, das Spiel streckt sich schon. Im ersten Teil sind wir jetzt ja schon fast... Okay, zur Hälfte durch gewesen. Naja, Bibel, das ist sehr schön. Die kann mich beschützen. Und hier irgendwas? Beschütz mich. Okay, wir machen es so. Wenn jemand auftaucht, nehme ich dich und hau ihm auf den Kopf. Dich, ja, ich hau ihn dich auf den Kopf. Ja, mein Deutsch ist sehr gut, wenn ich Angst habe. Auf drei. Eins, zwei, drei. Okay, hier ist niemand. Oder nochmal? Ich bin Nonnenling, hör ich schon eine Bibel. Damit prügel ich dir den Heiligen Geist ein, Alter. Entschuldigung. Auf drei. Eins.
zwei, drei. Okay, hier ist niemand. Oder doch? Nein. Toll, da unten ist schon Blut. Jetzt kommt da auch noch Blut. Was will man mehr, ne? Ja, außer dass noch ein Zettel aus dem Blut rauskommt. Fuck yeah! I am truly sorry for what I've done to our kid. Please forgive me. Ich weiß nicht, was truly heißt. Es tut mir so leid, was ich meinem Kind angetan habe. Bitte. Vergib mir. Beschütz mich, Bibi. Zettel. Das ist witzig. Das Ding schwimmt in Blut und ist nur an den Rändern hier ein bisschen blutig und die Schrift ist nur mit Blut geschrieben, aber... Naja. Müsste eigentlich komplett Blut durchlaufen sein, also die... Diese Logik von diesem Spiel ist etwas komisch. Bleibst du jetzt da? Ich will nicht, dass du da bleibst. Ich hab mir das Haus gekauft. Ich hab gerade mühsam die Bretter vor dem Haus entfernt. Von dieser Haustür da. Wollt mir das schöne Haus angucken, dann erlebe ich schon unten sowas. Und wenn jetzt hier auch noch so Leichen in meinem Haus rumhängen, habe ich da echt keinen Bock drauf. Ja, du kannst jetzt auch verschwinden. Gut. Danke, dass du die Leiche abgeholt hast. Und nein, ich vergebe dir nicht, denn sowas darf dir nicht passieren. Dir darf die Leiche nicht einfach durch die Decke fallen. Mann. Ja, genau. Da kannst du ruhig wütend sein. Das Schlafzimmer. Ich bin auch voll müde. Ja, ich habe gerade meinen Kopfhörer gekratzt. Es juckt mich unterm Kopfhörer. Okay, anscheinend haben wir bis jetzt nichts außer das. Das. Und irgendwie funktioniert das nicht. Funktioniert. Das geht auch nicht. Das macht wenigstens ein Geräusch. Funktioniert. Komm schon, ich zieh dich auf. Ist doch langsam drauf, Mann. Ich frage mich, wieso man so ein Spiel programmiert, dass irgendwas passiert, wenn man besonders oft auf irgendwas draufklickt. When click up 3000 times, then Z und Z will happen. Yes, my English is very good. Ja. Das Spiel streckt sich mit dem nichts passieren, ey. Normalerweise wären wir jetzt schon fast fertig. Also mit dem ersten Teil wären wir jetzt schon fast fertig. Hallo, passiert hier auch nochmal was? Hallo. Ich habe Angst, dass wenn ich gleich auf den Raum draufklicke, wir den nochmal spielen müssen. Hier, ich will dahin. Den letzten Raum, den will ich spielen. Hallo. Oh, wir können den Bär benutzen. Ich kann die Melodie ganz schlecht hören. Das Spiel ist total laut und die Melodie ist total leise. Ah, wie toll. Das ist aber nicht das Geburtsdatum. Die wurde offiziell adoptiert am 24. September 1963. Das hat nichts mit geboren zu tun. Du darfst jetzt gehen. Ich will nicht mehr. Geh weg. Oh, Post-its. Sie kommt jede Nacht. Sie liebt es, Verstecken zu spielen. Und ich sage Verstecken, weil ich nicht weiß, was Sieg heißt. Ich interpretiere es einfach mal als Verstecken. Sie ist sehr gut im Verstecken. Ich habe sie nie gefunden. Ich habe sie gefunden. Du kannst gehen. Ich will dich nicht. Verschwinde. Play with me. Ich will nicht mit dir spielen. War das gerade schon da? Ah, wir können es benutzen.
Oh, wie süß, sie hat ein Bild gemalt. Ganz oft anklickern, bis irgendwas passiert. Kann man ja bei neuen Gegenständen einfach die ganze Zeit draufklickern. Also ist ja ein Teddybär. Sie möchte ja spielen. Und soweit ich weiß, spielt man mit Teddybären. Ja, man reißt sie nicht die Köpfe ab und verbrennt sie. Nein, man spielt auch mit ihnen. Das kennen wir ja mittlerweile. Das ist ein alter Hut. Hi. Ich will nicht mehr. Geh weg. Oh, Post-its. Sie kommt jede Nacht. Sie liebt es, Verstecken zu spielen. Und ich sage Verstecken, weil ich nicht weiß, was Sieg heißt. Ich interpretiere es einfach mal als Verstecken. Sie ist sehr gut im Verstecken. Ich habe sie nie gefunden. Ich habe sie gefunden. Du kannst gehen. Ich will dich nicht. Verschwinde. Play with me. Ich will nicht mit dir spielen. War das gerade schon da? Ah, wir können es benutzen. Oh, wie süß, sie hat ein Bild gemalt. Ganz oft anklickern, bis irgendwas passiert. Kann man ja bei neuen Gegenständen einfach die ganze Zeit draufklickern. Also ist ja ein Teddybär. Sie möchte ja spielen. Und soweit ich weiß, spielt man mit Teddybären. Ja, man reißt sie nicht die Köpfe ab und verbrennt sie. Nein, man spielt auch mit ihnen. Das kennen wir ja mittlerweile. Das ist ein alter Hut. Hi.